Wir zeigen euch, was hinter den Kulissen der Technologiepartnerschaft bei BMW passiert. Die Aufgabenstellung, die wir hier bei diesem Rodeltragwalk hatten, ist eigentlich sehr vertraut für uns. Gewicht maximal zu reduzieren, ist nämlich auch was, was wir im Auto immer machen. Ich habe hier vorne mal eine Auswahl von Bauteilen dabei, die in verschiedenen Derivaten bei uns zum Einsatz kommen. Und da sieht man, dass wir, wo immer es geht, wirklich das Material reduzieren und die Funktion optimieren. Und genau das Gleiche haben wir jetzt auch bei dem Tragbock hier vom Rodel gemacht. Das heißt, hier haben wir einen Algorithmus verwendet, der dafür sorgt, dass wirklich nur das Material übrig bleibt, was wir brauchen. Das bedeutet, dass basierend auf den Lasten, die auf diesen Tragbock wirken, ein optimales Ergebnis gefunden wurde. Und das Ergebnis ist deutlich leichter und zur gleichen Zeit sehr, sehr steif und natürlich auch sehr sicher. Traditionell entwickeln die Sportler ihre Sportgeräte auch selber weiter. Das heißt, sie modifizieren wirklich immer wieder, schauen, was funktioniert am allerbesten. Das führt dann aber dazu, dass wir irgendwann gar kein digitales Modell mehr von dem Rodel, wie er gefahren wird und wie er funktioniert, haben. Das heißt, bevor wir hier eine neue Evolutionsstufe entwickeln konnten, mussten wir erstmal den Status quo erfassen. Und dazu wurde der Rodelbock demontiert und hier eingescannt, sodass wir eine optimale Absprungbasis für das haben, was dann kam. Wir bei der BMW Group nutzen die 3D-Drucktechnologie mittlerweile schon seit 1991. Am Anfang noch hauptsächlich im Prototypenbau. Mittlerweile ist der 3D-Druck aber schon im kompletten Produktlebenszyklus angekommen. Das bedeutet schon von den ersten Ideen und Konzepten bis hin zu den Ersatzteilen für unsere Kunden. Bei den vielen neuen Konzepten von Elektrofahrzeugen können wir somit dem 3D-Druck sehr früh bereits Hardware-Komponenten zur Verfügung stellen. Das heißt, wir können Ideen und Konzepte sehr, sehr schnell wirklich in Hardware testen, Versuchsschleifen machen, Iterationsschleifen machen und so auch die Qualität und die Reife unserer Produkte deutlich erhöhen und verbessern. Der 3D-Druck ist eigentlich eine sehr, sehr einfache Technologie. Für die Produktion von Bauteilen im 3D-Druck brauche ich eigentlich nur das 3D-Datenmodell, einen Drucker und den entsprechenden Werkstoff und dann kann es eigentlich schon losgehen. Von der Prozesskette zum Start wird das Bauteil zunächst in wirklich virtuelle dünne Schichten geschnitten. Diese Schichten werden dann dem Drucker übermittelt und der kann dann das Bauteil auch wieder schichtweise im Endeffekt aufbauen. Obwohl beim Rodeln Gewicht eigentlich ein Vorteil ist aufgrund des Verhältnisses von Hangabtriebskraft zu Aerodynamik, versuchen wir trotzdem, die Bauteile im Rodel so leicht wie möglich zu bauen, weil einem das ermöglicht, das Gewicht frei zu verteilen. Man könnte eigentlich vermuten, dass an so einem einfachen Bauteil nicht viel Gewicht zu holen ist, aber mit Methoden der Topologieoptimierung und des 3D-Drucks konnten wir das Gewicht fast halbieren.